dem 2:1 Erfolg unserer Störche gegen den 1. FC Heidenheim vor 10.278 Zuschauern, vor wieder mal sehr eisigen Temperaturen. Ich begrüße die beiden Trainer Frank Schmidt und Markus Anfang und übergebe als erstes an unseren Gast, Herr Schmidt. Wie fällt Ihr Fazit aus heute? Ja, erstmal Markus und Holstein Kiel, Glückwunsch zum Sieg. Wir sind enttäuscht, dass wir das Spiel heute verloren haben. Sie haben schon gesagt, es war kalt, aber die Kälte war nicht so das Problem, sondern eher der Wind, der Orkan. Beide Mannschaften haben in der jeweiligen Halbzeit den Wind nutzen können. Holstein Kiel besser mit dem frühen 1-0. Wir hatten uns vorher schon mal verschätzt und haben das dann auch vor dem Elfmeter getan. Liegen dann im Rückstand und haben es leider nicht geschafft, mit nur einem Torunterschied in die Halbzeit zu kommen. Nach vorne ist in der ersten Halbzeit relativ wenig gegangen bei uns, aber trotz des 2-0 haben wir in der Halbzeit gesagt, wir können jetzt das Spiel umdrehen, wir können mit dem Wind im Rücken viel mehr in der Offensive zu Aktionen kommen, haben es eigentlich auch über weite Strecken dann in der zweiten Halbzeit gut verteidigt. Schade, dass wir nicht früher den Anschlusstreffer gemacht haben, wo Kronholm einmal sensationell hält, den Ball an die Latte lenkt, dann hätte man ein bisschen mehr Zeit gehabt. Aber auch so, nach dem 2-1 oder schon mit der zweiten Halbzeit, aber ab dem 2-1 hat man gesehen, dass wir eine große Moral haben, haben es ein, zwei Mal verpasst, uns im 16er besser freizuspielen, haben nochmal aufgedreht und haben zurückgespielt oder wollten nochmal ins Dribbling gehen, anstatt den Ball schnell vors Tor zu bringen. Und deswegen hat es nicht mehr gereicht. Wie gesagt, die Moral war top. Wir haben dran geglaubt, dass wir trotz des 2-0 zurückkommen können. Aber man sieht eben auch das Selbstvertrauen, das Selbstbewusstsein vom Gegner, der dann auch extrem leidenschaftlich verteidigt hat und uns es auch schwer gemacht hat, dann nochmal zurückzukommen. Wir haben das Spiel verloren, gehen jetzt mit diesem Ergebnis in Länderspielpause. Nichtsdestotrotz weiß ich, dass wir da jetzt uns nicht unterkriegen lassen von der Niederlage, auch von den letzten Spielen, wo wir wirklich auch das Spielglück nicht gehabt haben, aber es liegt an uns, weiterzumachen, mit breiter Brust voranzugehen und die notwendigen Punkte in den nächsten Spielen noch zu holen. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Schmidt. Und Markus, wie fällt dein Fazit aus? Ja, hallo zusammen. Danke, Frank. Ich glaube, du hast eigentlich alles so gesagt, wie es auch war. Es war für uns eigentlich das Thema, dass wir eigentlich vom Fußballerischen kommen und heute waren genau andere Tugenden gefragt. Wir haben vielleicht diesen Vorteil gehabt, dass wir in der ersten Halbzeit dann mit Rückenwind gespielt haben, haben viel Druck ausgeübt, haben leider aber auch oft versäumen lassen, dass wir es auch fußballerisch hätten lösen können, haben uns dann dazu verleiten lassen, weil der lange Ball einfach immer irgendwo einen gewissen Druck erzeugt hat, dass wir viele lange Bälle gespielt haben, das hätten wir besser lösen können. Aber klar, dann bist du natürlich so ein bisschen die spielbestimmende Mannschaft und der Gegner kann sich nicht so befreien, aufgrund dessen, weil der Ball halt in der Luft steht und der Wind hat eigentlich heute das Spiel diktiert, das muss man mal ehrlicherweise sagen, da war auch nichts anderes zu erwarten. Dann haben wir zwei Tore gemacht und vielleicht hätten wir das eine oder andere mehr machen können oder müssen sogar, gehen in die Halbzeitpause und dann war eigentlich klar, wie das Spiel in der zweiten Halbzeit läuft und dass wir dann die Mannschaft sind, die wesentlich mehr verteidigen müssen und heute hat meine Mannschaft halt gezeigt, dass sie auch mit anderen Tugenden Spiele gewinnen kann, auch wenn wir das Quäntchen vielleicht hatten bei dem Lattenschuss. Insgesamt war es so, wenn du so ein Spiel hast und mit viel Moral und mit viel Leidenschaft angehst, dann kannst du vielleicht so ein Spiel mal gewinnen. Das ist uns in dieser Saison noch nicht so oft geglückt. Heute ist uns das mal geglückt, aber wie der Frank schon gesagt hat, ich glaube, es war klar, das Spiel so laufen würde, erste Halbzeit sowie auch zweite Halbzeit, dass die Mannschaft, die mit Rückenwind spielt, die dominierende Mannschaft sein wird. Und wir sind froh, dass wir gewonnen haben, hoffen, dass wir das so ein bisschen transportieren können. Hatten ja viele, viele Spiele, wo wir fußballerisch richtig gut waren, aber nicht das richtige Ergebnis oder nicht das gute Ergebnis rausgeholt haben. Heute haben wir uns das erkämpft und das ist auch schön für uns. Dankeschön. Danke, Markus. Jetzt gibt es die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Dafür bitte ich um ein kurzes Handzeichen. Dann reichen wir ein Mikrofon. Fragen gibt es keine. Dann bleibt mir nur unseren Gästen eine gute Heimreise zu wünschen. Zurück nach Heidenheim. Allen ein schönes Wochenende. Nach der Länderspielpause geht es für uns am Ostersonntag nach Bielefeld. Und wir sehen uns dann hier im Holsteinstadion wieder am 7.4. gegen Darmstadt. Schönen Abend.